du bleibst ja in der Familie. Lieber Francis, ich sehne mich nach dem Tag, oh nein, in dem du alle meine Briefe lesen kannst. Du hast mich einmal gefragt, ob ich... Was könnte schlimmer sein? Was könnte schlimmer, ganz im Ernst? Was könnte schlimmer sein? Mach ich gleich weiter, aber ich muss da mal gerade... Das ist doch... Den Bruder geheiratet. Ja, das ist ja nicht wirklich der Bruder. Irgend schon. Ein Alfred. Ach du Schande. Ich hab nicht zugehört. Das tue ich. Und ich denke oft an den Tag, als sie getötet wurden. Und wie Abt Peter uns aufnahm. Peter hat uns aufgezogen und uns Gottes Liebe gelehrt. Ich versuche hier gerade Scheißfriede zu erwischen. Wir sind in der Sicherheit eines Klosters aufgewachsen. Erst jetzt ist mir klar geworden, dass außerhalb des Klosters das Töten weitergegangen ist. An jedem einzelnen Tag. Ich glaube, wenn Gott gerecht wäre, würde er all den Schmerz und das Blutvergießen nicht zulassen. Vor ein paar Tagen haben William Hamley und seine Männer uns überfallen. Sie haben viele von uns getötet. Melius ist tot. Erst glaubte ich hätte den Teufel nach Kingsbridge gebracht. Denn ich hatte ihn in Lincoln gesehen. In den letzten Nächten habe ich nicht geschlafen. Ich hatte Angst, dass ich in meinen Träumen vor ihm fliehen würde. In blindem Entsetzen. Zum Fluss. Und ertrinken. Wie Prior James. Aber ich weiß, dass das nicht das Werk des Teufels ist, sondern Menschenwerk. Aber warum lässt Gott es dann geschehen? Tja. Alles berechtigte Fragen. Sehr berechtigte Fragen. Das meiste, was Abt Peter uns lehrte, war richtig. Denn er lehrte uns das Leben in Abgeschiedenheit. Fern von Sünde und Begierden. Fern von der Welt, wo die Menschen einander bekriegen. Ich weiß, ich habe dir die Schuld daran gegeben, was unser Appell an Bischof Walleran bewirkt hat. Das tue ich nicht mehr. Die Schuld liegt bei der Kirche und Bischof Walleran, weil die Kirche selbst an dem Blutvergießen beteiligt ist. Wie Peter gelehrt hat, werde ich die Abgeschiedenheit suchen. Die Antworten, die ich suche, sind nicht da draußen. Vielleicht finde ich sie hier drinnen. Wo bist du? Francis! Leg das weg! Hör sofort auf damit! Nein, Jack! Nicht der Subprior auch schon wieder. Jack macht Ärger, oder was? Nein, das darfst du nicht! Runter von mir, du Idiot! Nein! Verständlich, verständlich. Ich hätte auch eine Wut. Jack! Nach so einer Aktion. Sperrt ihn ein. Zelle der Priorei. Nach der Sache. Er hat Aline einen Antrag gemacht und sie will ihn jetzt heiraten. Weil sie keine andere Option sieht. Ich sage nicht, dass es okay ist, aber es ist sehr verständlich. Sehr verständlich. Dass er, wenn er ihm nochmal unter die Finger kommt, dass der dann gewalttätig wird. Sehr verständlich. Aha, jetzt sind wir eingesperrt. Okay, 10. Entfliehung.
Wir müssen aus dem Gefängnis freikommen. Eine Motte. Mutter! Direkt unter der Zelle verläuft ein Kanal. Such nach einer losen Platte im Boden. Sie klingt hohl. Was? Woher weißt du das? Schon drin gesessen. Mutter meint, einer der Steine müsste hohl klingen. Ja gut, sie wurde schon, wir haben es schon gehört und in den letzten Minuten hier von den Mönchen. Das ist, sie wird hier offiziell als Hexe bezeichnet. Das ist, dass sie hier schon mal drin gesessen hat, das ist schon nur das denkbar. Hat man davon, wenn man hilft, Mauern zu bauen. Sie stellen einem eine direkt vor die Nase. Die Spalten sind zu schmal, um mit der Hand zwischen die Steine zu kommen. Das könnte es sein. Das wird nicht klappen. Du kannst die Schüssel nehmen. Ich bin so hungrig, aber betteln werde ich nicht. Die Schale würde brechen. Die Platte ist zu schwer. Warum haben wir eigentlich die Steinschleuder behalten? Eingesperrt im Gefängnis, also Steinschleuder dürfen wir behalten. Alles klar. Okay, finden wir einen anderen Weg. Die dürfte leicht rauszustemmen sein. Aber nicht mit bloßen Händen. Mit der Steinschleuder. Die Schleuder bringt's auch nicht. Und jetzt? Jetzt, wo das Loch da ist, kann ich die Platte hochheben. Aha. Jack, sag's mir, war es wegen all jener? Ich weiß von euch beiden. Wem sonst? Ich weiß es schon lange. Und woher wusstest du, wie man aus der Zelle rauskommt? Woher wusstest du es? Natürlich war es da schon mal drin. Er war da auch drin eingekerkert. War er ein der Vater? Nein. Sie sagten, er sei ein Dieb. Aber das stimmte nicht. Ist es denn wahr, was Sie sagen, dass er in Shiring gehängt wurde? Ja, aber er war unschuldig. Wieso? Was ist damals geschehen? Irgendjemand in Kingsbridge gab ihm einen juwelenbesetzten Kelch und sagte, er könne gehen. Etwa eine Meile entfernt wurde er festgenommen und des Diebstahls beschuldigt. Aha. Für sie war es wie ein Spiel. Sie sagten, er hätte einen Kelch aus der Priorei gestohlen. Wer sagte das? Drei Männer. Er konnte fliehen, so wie du. Aber sie haben ihn wieder gefangen. Er wurde in Shiring gehängt. Wer waren die drei? Das ist unwichtig.
Es ist alles längst vorbei. Du sagtest mir einmal, mein Vater sei ein Jongleur, ein Spielmann gewesen, dass er aus Frankreich gekommen sei. So hat er es mir erzählt. Wer war Jacks Vater? Gerücht über Jacks Vater, Frühsommer 1141. Jacks Mutter sagte, dass die Gerüchte um Jacks Vater wahr sind. Er wurde in der Tat in Chiring als Dieb gehackt. Allerdings sagt sie auch, dass Jake Sherberg mitnichten ein Dieb war. Sie ist sich sicher, dass drei Männer für seinen Tod verantwortlich waren. Diese drei gaben ihm einen juwelenbesetzten Kelch aus der Priorei von Kingsbridge und und ließen ihn später unter der Behauptung, er hätte ihn gestohlen, festnehmen. Alan möchte nicht über die Männer sprechen, die den Tod von Jack Sherberg zu verantworten hatten. Wer waren sie? Und auch wenn Alan ihn von Herzen geliebt hat, so bleiben doch die Umstände, unter denen der Spielmann aus Frankreich nach England kam, sogar für sie weiterhin ein Rätsel. Alles klar. Du willst weg von hier? Was, wenn ich dort eine Familie hätte? Es muss dort jemanden geben, der sich an Jack Sherberg erinnert. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Ich bin kein Mönch. Ich weiß. Und ich kann hier nicht mit Alfred arbeiten. Ich weiß. Du liebst sie wirklich, nicht wahr, Aliena? Ja. Du bist wahrlich sein Sohn, Jack Jackson. Dieser Ort ist zu klein für dich. Nachdem dein Vater starb, ging ich in den Wald, um von all dem wegzukommen. Aber wenn man wie ein Tier lebt, behandeln sie dich wie eins. Lass das nie zu. Niemals. Finde deinen Weg in der Welt. Und wenn er dich wieder zu mir zurückführt, möchte ich viele neue Geschichten hören. Aber sicher. Die Mörder deines Vaters, ihre Opfer werden zurückkommen und sie heimsuchen. Ich habe es ihnen versprochen. Walloran respektiert euch nicht. Dabei habe ich so viel für ihn getan. Ihr fürchtet um euer Seelenheil. Es gibt viele Priester, viele Bischöfe. Mag sein. Aber ich treffe meine Entscheidung, Walter, nicht du. Nein, falsch. Walloran trifft deine Entscheidung. Wenn Gott will, dass ich Walloran unterstütze, dann wird er es mir sagen. Und wenn nicht? Was dann? Werdet ihr euch weiter von Walloran benutzen lassen? Zurück in Kingsbridge. Nicht bei offener Tür weben. Die Zugluft ist eisig. Puh, es wird kalt.
Der nächste Morgen. Oh, ja. Philipp. Es tut mir leid, euch an so einem wichtigen Tag zu stören. Aber... Habt ihr zufällig Jack seit gestern irgendwo gesehen? Nein, was ist geschehen? Er ist fort. Wir haben den ganzen Morgen nach ihm gesucht. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Weiß irgendjemand, warum er fort ist? Nun ja, ich fürchte, das ist meine Schuld. Ich habe ihn wegsperren lassen. Aber am Ende habe ich Zorn mit Zaun vergolten. Wir haben ihn alle enttäuscht. Nein, es ist allein meine Schuld. Und ich hoffe, es wieder in Ordnung bringen zu können. Die Mönche durchsuchen bereits den Wald. Ich selbst reite nach Shiring und Martha zu einer Höhle, die Jack wohl kennt. Bitte, lass dies nicht den ersten Tag deiner Ehe vergällen, wo es nur Grund zur Freude geben sollte. Danke. Kein Grund zur Freude. In dieser Ehe. 3 Tage später. Man hat ihn immer noch nicht gefunden? Wie lange ist er jetzt fort? Ich habe nicht mitgezählt. Ich fürchte, er ist auf und davon. Er hat's keinem je leicht gemacht, der Bastard. Dann läuft er weg und lässt seine Familie im Stich. Hast du Hunger? Ich könnte was zu essen machen. Großartig. Ich hab Kohldampf. Es ist die Frau von diesem Mann. Oh Gott. Von Alfred. Den mag ich ja so gar nicht. Den finde ich ja herrlich. Scheiße. Und jetzt kochen wir für den. Na toll. Martha hat sie gestern vorbeigebracht. Oder vorgestern. Ein paar Jahre. Gibt's jetzt Omelette. 2 Tage später. Wie lange sind wir jetzt verheiratet? 1 Woche? Schade, dass du es nicht weißt. Ich habe nicht mitgezählt. Es fühlt sich schon so lange an, nicht wahr? Und doch haben wir immer noch nicht... Was ist denn, Mann, zu dir sagt? Du weißt schon... Es tut mir leid. Ich gebe mir Mühe, aber ich brauche Zeit. Er wird nicht zurückkommen, weißt du? Du bist jetzt meine Frau. Manchmal siehst du mich an, als wolltest du meinen, ich sei vielleicht doch kein guter Mann. Aber ich bin ein guter Mann. Glaub mir. Kommt das auch in den Eintopf? Ja. Ich wollte sie mal auf den Kopf schlagen. Er ist nicht mehr als ein Andenken. Schade. Ich habe ihn schon eine ganze Weile nicht mehr benutzt. Brauchst du Hilfe? Du könntest das Fleisch vorbereiten. Wie mache ich das? Lass gut sein. Ich mach schon. Ja, das Mittelalter halt. Die Frau kocht, die Frau ist in der Küche. Der Mann lässt sich bekochen.
Ja. Ganz normal. Hallo, das ist das Mittelalter. Vape, du hast zu kochen. Das Normalste. Wohin gehst du? Nirgendwohin. Ich dachte, wir brauchen vielleicht noch was für die Suppe. Ich denke, wir haben alles hier. Ich muss kochen, wieder. Weil jetzt brauche ich neue Kräuter. 12 Tage später. Zum Beispiel musste ich heute daran denken, was Philipp und du für unsere Arbeiter getan haben, als sie Angst hatten, sie würden kein Geld bekommen. Du hast ihnen Geld angeboten, damit sie bleiben und sich sicher fühlen. Was, wenn ich auch sowas tun würde? So könnte ich ihnen Geld in Aussicht stellen für den Fall, dass was passiert. Als Absicherung. Was hältst du davon? Könntest du es dir leisten? Das muss der Prior entscheiden. Was für ein Gespräch. Morgen gegen Mittag vorbei. Vielleicht könnte er mit uns essen. Und du könntest mir helfen, ihm die Idee zu erklären. Wenn du willst. Ich meine, es wäre gut für dich, was anderes zu tun als kochen und weben. Auf du bist den seit Fall. 2 Wochen nicht aus dem Haus gegangen. Jeden Tag derselbe Scheiß. Am nächsten Tag. Möchtet ihr etwas Wildbret dazu? Nein, danke. Ich bin nur hier, um zu reden. Asketisch wie immer, Vater. Es wird langsam zur Gewohnheit, fürchte ich. Aha, was gibt's zu reden? So, ihr meint also, wir sollten den Bauleuten Geld versprechen, wenn das Vorhaben scheitert? Ja, als Absicherung. Seit dem Wollmarkt sind sie alle verunsichert. Es würde sie beruhigen. Ja, insbesondere da sie dann wüssten, dass sie das Werk nicht zu Ende führen müssen, um reich zu werden. Es klingt so, als würden wir ihnen nahelegen, absichtlich zu scheitern. Dann biete ihnen halt nur einen Bruchteil davon an. Daran habe ich noch nicht gedacht. Wenn sie fehlen, dann kriegen sie halt nur ein Bruchstück. Wenn sie es schaffen, kriegen sie alles. Das bin ich nicht. Es ist nur... Es fällt mir schwer, heutzutage an das Gute im Menschen zu appellieren. Wir haben uns in den letzten Jahren so viel Mühe gegeben. Doch haben wir nur Elend und Verderben geerntet. Gar nichts zu tun ist auch keine Alternative. Philipp hat recht. Dein Plan würde nur ihre Gier entfachen. Ich weiß nicht. Ich halte die Idee für gut. Meine Bauleute würden wissen, dass sie mehr kriegen, wenn sie den Bau fertig bringen. Sie sind nicht so gierig, ja, wie dann, ihr beide glaubt. Dann ist das ja... Ich will sie nur mehr kriegen. Stellen. Wie ich gesagt ja, habe. Das sagtet ihr. Ein Bruchstück. Eure Idee zeugt von großem Mitgefühl, Lerfet. Danke, Vater. Aber Lady Aliena hat recht. Das Herz des Menschen ist grausam und böse. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und die Teufel der Gier und des Betrugs würden ihren Weg nach Kingsbridge finden. Aber das ist nicht das, was ich sagen wollte. Ich kann Ihnen kein Geld versprechen, weil man nicht geben kann, was man nicht hat. Seit der Markt aufgelöst wurde, verliert Kingsbridge mehr, als es einnimmt. Wir könnten sogar pleite sein,
bevor die Kathedrale vollendet ist. Was? Er hat recht. Sie wird nicht fertig. Das ist schrecklich. Aber was ist mit Mutter? Wir wollten sie für sie bauen. Da müssen wir ihm auch zukommen. Wenn Alfred seine Arbeit verliert, werde ich unseren Kampf gegen William Hamley nicht mehr unterstützen können. Was, wenn wir schneller bauen? Einen neuen Plan machen, der weniger kostet? Ihr habt immer gesagt, eine Kathedrale würde Menschen von nah und fern anziehen. Menschen und ihr Geld, richtig? Ist das eine Möglichkeit? Handel treiben in der Kirche. Baumeister, ihr sagt ja gar nichts dazu. Kollekte sammeln. Das ist schwierig. Aber ja, ja, Alfred könnte sich die Pläne ansehen. Vielleicht ließe sich manches abkürzen. Ich bin da noch keine große Hilfe, aber... So wurde die Kollekte erfunden. Das kriege ich hin. In Ordnung. Ich verspreche, ich werde über euren Vorschlag nachdenken. Oh, my lady, eure Suppe. Diesmal ist es besser geworden, glaub ich. August. Hallo Martha. Danke. Ich hätte nie gedacht, dass mein Bruder so hart arbeiten kann. Er will bloß besser sein als Jack. Ich weiß nicht. Ich hätte es nie gedacht. Wirklich. Alfred hat sich wirklich verändert. Er war immer so ein Rüpel. Ihm scheint wirklich etwas daran zu liegen. An Kingsbridge, an dir, an unserer Familie. Ich kann's kaum erwarten, dass du mir einen kleinen Neffen oder eine Nichte schenkst. Puh, das ist sehr simpel, ja. Genug über Alfred. Hast du die blaue Farbe bekommen, die ich haben wollte? Ja, hier ist sie. Sie ist von einem Weidhändler in Winchester. War nicht einfach zu finden. Oh, herzlichen Dank, Martha. Ich schätze, jetzt muss ich meine Weberei wohl fertigstellen. Wie geht es damit voran? Es fällt mir zurzeit schwer, die nötige Geduld aufzubringen. Was hält Sir Richard von der Idee? Ich hab's ihm noch nicht gezeigt. Wenn er herkommt, geht es immer nur um Geld. Aber so lautet die Abmachung. Er kämpft und ich zahle. Ein ewiger Kreis. Das Wappen soll uns daran erinnern, wer wir sind und woher wir kommen, damit wir unser Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Hast du dich schon für ein Wappentier entschieden? Du solltest wirklich ein Tier drauf haben. Auf jeden Fall. Es wird einen Fuchs zeigen. Oh, Füchse sind klug. Das gefällt mir. Ellie, es tut mir leid, dass ich was von einer Nichte gesagt habe. Ich dachte nur, im letzten Monat, du wärst, naja, etwas rundlicher geworden? Oh, the fuck? Ich bin bloß dick. Du wirst nicht dick. Nun, es gibt für mich nicht viel mehr zu tun, als rumzusitzen und zu essen. Dann sollten wir mal spazieren gehen, die Beine bewegen und etwas Sonnenschein abkriegen. Sehr gern, das würde mir sehr gefallen. Aber heute nicht. Ich muss erst das Wappen fertig machen. Es zu Ende bringen, solange ich noch kann.